Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Three Ships, 12 Jahre. Zuletzt durftet ihr entscheiden, welchen Whisky ich hier im Video verkosten soll und eure Wahl fiel auf den Three Ships, 12 Jahre aus Südafrika. Ja, ist interessant. Es ist 1, 2, 3 Wochen her, dass ich hier erst einen Whisky aus Afrika bzw. aus Namibia verkostet habe, den sogenannten Onchaba. Könnt ihr euch gerne mal das Video zu angucken und jetzt, tatsächlich kurze Zeit später, wieder ein Whisky aus Afrika, der es hier in mein Glas schafft. Genauer gesagt aus Südafrika, aus der John Sedgwick Brennerei. Die produziert zweierlei Whiskys in einem relativ großen Stil. Zum einen Malt Whisky, der wird abgefüllt innerhalb der Marke Three Ships, so wie ich heute diesen hier stehen habe. Und sie produzieren tatsächlich auch Grain Whisky, ist hierzulande ein bisschen populärer, den füllen sie als Baines ab. Habt ihr vielleicht schon mal gehört und tatsächlich ziemlich genau vor einem Jahr habe ich den Baines Single Grain Whisky ohne Altersangabe in der Rubrik Community Flasche des Monats zur Auswahl gestellt. Er hat es damals leider nicht geschafft, aber heute in der Auswahl hat es der Malt Whisky aus dieser Brennerei geschafft und ich freue mich. Ja, ich bin immer ein Freund von Whiskys aus Ländern, die jetzt nicht unbedingt populär sind für die Herstellung eines Whiskys und ja, da kann durchaus interessantes Zeug bei rumkommen. Three Ships nennt er sich und der ist 12 Jahre alt. Die Informationen auf dem Etikett sind relativ spärlich. Ich musste viel recherchieren, um herauszufinden, was genau hier drin ist und wo genau er gereift ist, weil hier ist nur die Rede von amerikanischer Weißeiche. Punkt. Ich habe recherchiert und habe die Info gefunden, dass der Master Distiller der Brennerei damals, als der Whisky destilliert wurde, schon im Kopf hatte, dass er den mit 12 Jahren abfüllen möchte. Und weil das Klima in Südafrika einfach ein ganz anderes ist, hat er sich bewusst für die Reifung dieses Spirits für Second Fill und Third Fill Ex-Bourbon-Fässer entschieden. Macht Sinn und das war eine weise Entscheidung und vor allem auch vorausschauend, denn hätte man hier frische amerikanische Weißeiche genommen und mit diesem Klima da 12 Jahre gereift, das wäre eine Eichenkeule. Ne? Also von daher gut gemacht. Er ist auch tatsächlich aus rauchigem Gerstenmalz hergestellt. 30 ppm, das verspricht viel. 46,3 Volumenprozente finde ich auch nice. Er ist nicht gefärbt, er ist nicht kühlgefiltert und preislich liegt er etwas unter 50 Euro. Also die Papierform ist traumhaft. 12 Jahre Rauch, 46,3, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, ein vernünftiger Preis. Jetzt muss er nur noch schmecken. Ja, Ausstattung finde ich auch ganz cool, relativ schlicht, aber da liegt der Fokus so auf ein paar Elementen auf der Box, die dann so schimmern. Hat was. Jo, jetzt müsste man noch die Sauklaue vom Master Distiller lesen können. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber die Unterschrift ist auch nicht zu entziffern. So, nicht gefärbt. 12 Jahre Second- und Third-Fill-Bourbon-Fässer, ja, trotzdem eine ordentliche Farbe gekriegt, ne? Ein dunkler Goldton. Also ein Schotte mit vergleichbaren Eckdaten, der wahrscheinlich fahl as fuck. Aber das Klima ist halt einfach ein anderes, ne? Bei den Temperaturen verdunstet auch in Form von Angel Share mehr das Wasser als der Alkohol. Deswegen war der nach 12 Jahren wahrscheinlich immer noch hochprozentig ohne Ende. So, schauen wir mal. Auf jeden Fall meiner Meinung nach kein schottisches Taufmalz. Der Rauch ist nicht schottisch. Der ist für mich eher so ein bisschen... Boah, das klingt immer so abwertend, ne? Der Rauch riecht für mich deutsch. Verbranntes Gummi, in die Richtung geht's. Muss ich leider Gottes sagen, das muss man mögen. Es ist jetzt nicht penetrant, ich würde sagen, es ist ein mittelkräftiger Torfrauch, der schön eingebunden ist nach den 12 Jahren, das muss man auf jeden Fall sagen. Eine schöne Süße hat er noch mit dabei. Aber auch eine ordentliche Würzigkeit vom Holz, also das muss man aus solchen mehrfach verwendeten Bourbonfässern erstmal rauskriegen, ne? Dieses Würzige. Leichte Kräuternote, die so ein bisschen vielleicht an Isla Whisky erinnert, aber dann kommt wieder das Gummi. Das mag ich jetzt nicht so. Also was man hier vordergründig riecht, ist auf jeden Fall der Torfrauch oder der Rauch an sich, der für mich ein bisschen nach verbranntem Gummi riecht, das ist vordergründig. Was da hinten dran ist, das ist durchaus schön. Es ist eine leichte Zitrusfruchtnote da, es ist eine gewisse Vanillesüße da, so ein bisschen geröstetes Getreide und ein Hauch von nussiger Eiche. Das finde ich mega cool, aber das liegt nur im Hintergrund. Was hier dominiert, ist der Rauch und der gefällt mir halt nicht. Aber gut, es ist jetzt mein persönlicher Geschmack.
Ich habe vorhin extra vor dem Video gegoogelt, wie man auf Südafrikanisch Prost sagt oder sich Gesundheit wünscht. Hab's vergessen. Ich trage es irgendwie nach. Slanje. Er legt ein bisschen kräutrig, würzig los. Dann kommt eine gewisse Süße dazu. So eine puderzuckrige Süße. Und dann baut sich Step by Step dieser Rauch auf, der hier so einen Eindruck hinterlässt von verkohltem Holz. Also so ein Holzstück, das man wirklich bis zum Maximum verbrennt, wird man da ganz banal gesagt dran lecken. Das wäre so der Rauchgeschmack, den man auf der Zunge hätte. So diese leichte Zitrusfruchtnote, die blitzt ganz spät zum Schluss auf. Die Eiche kommt ganz elegant und hat so eine leicht trockene Nussigkeit. Also geschmacklich gefällt er mir gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist auch der Rauch durch die Kräuternote und durch die Würzigkeit gefördert, so ein bisschen eher mein Beuteschema, als das Bier in der Nase ist. Weil da finde ich, da geht er in so eine Gummirichtung, so eine Werkstattrichtung. Und es würde mich mal interessieren, weil die Info habe ich ums Verrecken nicht gefunden, wo das Rauchmalz herkommt. Also ich glaube nicht, dass es aus Schottland kommt. Ich kann mich irren, aber wenn, dann würde es mich mal interessieren, wo aus Schottland. Für mich persönlich riecht der Whisky eigentlich eher wie das Rauchmalz, das aus Belgien kommt, von Castle Maltings. Das ist halt einfach ein anderer Torf, mit dem das Malz gedarrt wird, wie in Schottland. Und bei Castle Maltings aus Belgien riecht das Malz sehr, sehr oft so ein bisschen nach Gummi und Autowerkstatt. Ganz bildlich gesprochen, ne? Mag ich nicht. Und das verwenden hierzulande auch viele deutsche Hersteller. Mag ich nicht. Also es soll schon schottisches Rauchmalz sein, damit da ein ordentlicher Rauch drin ist, weil alles andere, also gefällt mir zumindest nicht. Also jetzt, je länger ich dran rieche, auch nach dem ersten Mal probieren, tritt der Rauch ein bisschen in den Hintergrund, er wird leichter. Es kommt eine leicht florale Note dazu, die mit der Würzigkeit spielt. Ein Stück weit riecht es nach Moschus, nach Lorbeerblättern. Jetzt wird er ausgewogen, jetzt wird er runder. Jetzt gefällt er mir auch in der Nase besser. Aber dieser anfängliche, dominante Gummirauch, so nenne ich es jetzt einfach mal, hat mir nicht gefallen. Ja, das ist kein schottischer Torfrauch. Aber alles andere gefällt mir. So eine leichte Süße, eine leichte Würze, eine leichte Trockenheit. Also sobald der Abgang einsetzt, kriegt er einen Touch von Schottland. Da fängt er mir auch an zu gefallen. Also ich finde effektiv, mir persönlich gefällt der Three Ships mit 12 Jahren am besten im Abgang. Von der Papierform war ich mega und feier, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt effektiv nach dem Probieren bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, das ist einfach ein Whisky, der jemandem gefallen kann, aber nicht gefallen muss. Ich persönlich, für meinen Geschmack, ich bin hin und her gerissen und wenn ich irgendwie am Zweifeln bin, dann würde ich eher sagen, war nicht so mein Ding. Aber das muss tatsächlich bei dem jeder selbst entscheiden. Ich bin der Meinung, der kann vielen gefallen und er muss einfach probiert werden. Und wem diese Rauchcharakteristik, die für meinen Geschmack ein bisschen exotischer ist, gefällt, der wird hier auch zufrieden sein mit dem Whisky. Meiner war es nicht, aber ändert nichts an der Tatsache, dass er gut gemacht ist und ein schöner Whisky an sich und die Eckdaten passen. Also wahrscheinlich muss man den einfach mal probieren, deswegen meine Empfehlung, probiert ihn mal. Lasst auch gerne mal Feedback in den Kommentaren da, wenn ihr ihn selbst zu Hause habt oder gerade im Glas habt, wie eure Eindrücke dazu sind. Das ist einfach ein Whisky, der, ich würde mal sagen, polarisiert, ohne dass man es weiß. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!